In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Crypts Trial oder Crypts Mission ganz einfach machen könnt mit den besten Pro-Tipps von mir. Denn ich habe es geschafft, heute noch das Feld zu kriegen, deswegen zeige ich euch jetzt, was hier funktioniert. Als erstes müsst ihr natürlich hier hochlaufen zu diesem Tor und müsst hier dann diesen grünen Knopf betätigen. Das geht ganz einfach, einfach mit dem Prompt aufdrücken und dann ist die Sache schon gegessen. Nachdem ihr dann drin seid und die Cutscene gesehen habt, müsst ihr hier dieses Rätsel lösen. Dabei müsst ihr einfach nur um die Map rumlaufen und dann findet ihr schon die Sachen. Wie gesagt, es ist kein großes Ding. Wie gesagt, wenn der Boss kommt oder dieser Mini-Boss, was das ist, dann einfach, wie gesagt, ausweichen. Denn sonst holt er euch und tötet euch. Und wie gesagt, wenn ihr keine findet, dann müsst ihr einfach diesen Weg hier ablaufen. Einmal komplett um die ganze Insel rumlaufen. Und dann findet ihr schon sicherlich mit Glück die Sachen. Wie gesagt, die haben meistens mal eine feste Position und die werden sich nie ändern. Es gibt so ungefähr 3 verschiedene Positionen, die die haben. Und zum Beispiel da sehen wir jetzt hier auf dem Video, da ist ja der Mond. Wenn ihr sogar 2 Clues schon discovered habt, also 2 Hinweise schon habt, dann könntet ihr sogar ein bisschen schätzen und ein bisschen raten, wenn es hinhaut. Dann könnt ihr ein bisschen Zeit skippen. Ist jetzt nicht nötig, weil manchmal, wie wir sehen können, ist auch sogar hier hinten sogar der nächste Clue sofort. Und damit habt ihr sofort alle Clues halt dann gefunden. Und dann müsst ihr nur noch heile zurückkommen zum Grab. Gegebenenfalls, wenn einer schon am Grab ist, kann der das Grab aufmachen. Dann, so gesehen, wird die Cutscene getriggert und dann wird das Grab für alle geöffnet. Und dann müsst ihr noch finden, welches Grab von denen das ist. Und wenn ihr euch sicher seid, welches Grab es dann ist, dann geht ihr einfach dahin, dann hattet ihr wieder den Trigger gedrückt und dann lässt ihr mal die Cutscene spielen. Wie gesagt, hier sehen wir auch, die Leute werden einfach reintippet. Wenn ihr dann unten an der Höhle angekommen seid, dann gibt es 2 folgende Methoden, die passieren können. Entweder ihr seid die Person, die diese Leute durchführen müssen, wie jetzt im ersten Videofall. Dann sind wir hier, wir müssen die Leute, wie gesagt, durchführen, aber dürfen sie auf jeden Fall nicht in die Totenschädel reinführen, denn das ist ein Dead End und das ist ein tödliches Dead End. Das heißt, wenn ihr da die Leute reinführt, dann sind die tot. Aber im Regelfall müsst ihr hier mit der Maus, oder ich schätze mal halt, wie gesagt, auf dem Handy, mit dem Finger dann diesen Lichtstrahl hier navigieren, eure Freunde durchnavigieren und dann passt das auch schon. Auch nebenbei kleiner Pro-Tipp von mir, ihr müsst die Skelette nicht unbedingt bekämpfen, ihr könnt einfach ganz Zeit springen, dann nachher werden sie euch halt ignorieren. Gegebenenfalls, wenn sie euch angreifen werden, werden sie dann ungefähr nach 2 Schlägen aufhören, euch zu jagen. Das ist so ein kleiner Pro-Tipp von mir, wie gesagt, der funktioniert safe und den habe ich schon öfters ausprobiert. Und so sieht es mal aus, halt, wenn wir, wie gesagt, halt verkehrt geleitet werden und gegebenenfalls halt keinen mehr haben. Das ist auch ein Problem. Ihr müsst mindestens 2 Leute haben für diese Mission. Wenn nicht, dann sind wir jetzt hier, dann habt ihr halt keinen, und der euch leiten kann, und dieser Blindspot oder dieser Lichtspot halt, wie gesagt, der wird euch dann halt nicht navigieren können und dann eventuell in einen Dead End laufen oder in eine Falle laufen. Und diese Falle kann dann folgendermaßen aussehen. Wenn ihr dann dieses Labyrinth durchgespielt habt, dann müsst ihr einfach hier zum Tor gehen und natürlich auch wieder den F-Trigger drücken. Ab da läuft eine Zeit ab, die müsst ihr schnell hinter euch bringen. Wie gesagt, der Jump'n'Run-Kurs ist ganz einfach. Wenn man sich das sogar merken kann, kann man das einfach so durchrushen. Aber wenn ihr euch nicht merken könnt, ja, dann braucht ihr das nicht durchrushen. Also könnt ihr auch ein bisschen warten. Im ersten Fall habe ich gedacht, erst, okay, das verschwindet. Aber wie gesagt, es verschwindet nicht. Ihr könnt einfach draufstehen bleiben und dann einfach hier durchhüpfen. Wenn ihr dann durchgehüpft seid, endlich müsst ihr dann auch hier die richtigen Figuren finden. Auf diesen Stein, wie wir sehen können, sind immer eine Figur abgebildet und diese Figur, wie gesagt, wird euch die richtige Anzahl an Leuten zeigen. Das heißt, wie gesagt, wenn auf einem Stein einer ist, muss auch auf dieser Plattform nur eine Person hin.
Und wenn ihr es dann durchgeschafft habt dadurch, dann müsst ihr dieses weitere Obby-Teil hier durchgehen. Ihr könnt natürlich auch die schwarzen Blöcke nehmen, aber da würde ich euch empfehlen, immer nur einen zu nehmen, Minimum. Nicht zwei hintereinander, das führt wieder zum Tod, wie man bei Beef gesehen hat. Und wenn ihr dann bei diesen rollenden Steinpassagen seid, dann wartet einfach kurz, dass ihr rübergehen könnt. Also einmal komplett rübergehen auf die andere Seite, die rechte Seite an die Wand. Denn ab einem bestimmten Zeitpunkt wie hier seid ihr komplett safe vor den Steinen und die können euch nicht treffen. Wenn ihr dann beim Boss angekommen seid, wird es richtig erst kritisch. Nämlich wenn der Boss seine Skelettköpfe auf euch losjagt, dann könnt ihr im ersten Moment noch, sage ich dazu, Bow-Spammen. Das funktioniert, wie gesagt. Ab dem zweiten Mal, wenn er das macht, wo es ein bisschen schneller wird, ist ein bisschen kritisch. Da weiß ich noch nicht so ganz so genau. Und beim dritten Mal, da solltet ihr lieber lassen. Und bei dem hier zum Beispiel müsst ihr immer gucken, dass ihr halt neben eben das Zeichen seht. Denn das Zeichen zeigt euch, welche Steine die richtigen sind. Wenn er zum Beispiel diese Attacke macht mit diesem Strahl, dann könnt ihr einfach draufzimmern. Das wird euch nicht schaden, so großartig. Und was auch noch wichtig ist bei den Skelettköpfen, niemals, wirklich niemals gegeneinander crossen. Das heißt, niemals euch gegenseitig halt überschlagen, weil sonst könnt ihr sein, dass ihr die Skelettköpfe vom anderen Mate bekommt. Das ist sehr, sehr kacke. Hier noch kurz die Hände. Und dann seht ihr, was passiert, wenn man es halt nicht macht. Deswegen, da ist das Zeichen, das müsst ihr, wie gesagt, immer im Auge behalten. Zum Beispiel bei der Anzahl von diesen toten Köpfen solltet ihr lieber versuchen, halt möglichst zu sprinten, zu hüpfen und dann noch zu bowspammen. Das ist die effizienteste Variante, die ihr machen könnt. Wenn ihr Lowlife seid, auf jeden Fall lassen, dann am besten immer seitlich hüpfen und dann durch die Wände hüpfen, weil sonst, wie gesagt, die Wände halt, ne, die töten euch sonst. Und wenn ihr fast vom Ende seid, dann kann es noch sogar sein, dass eine Stage kommt, die dann so gesehen zwei Steine mit euch bringt. Die Anzahl wird dann angezeigt, wie viele Personen auf den Stein, drauf sein sollen. Das heißt zum Beispiel, hier sehen wir, da müssen drei Personen drauf sein. Wenn nicht, dann stirbt ihr. Ich hatte zum Beispiel mit Beef auch gehabt, dass beide Steine eine Person brauchten. Das gibt's auch. Und das soweit meine Pro-Tipps, die ich euch geben kann zu dem Crypt-Event. Das heißt, wenn ihr Tipps annimmt und auch genauso einsetzt, könnt ihr auch das Crypt-Kit gratis bekommen in Bedwars.